Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer Fight Night Aufnahme zu Street Fighter 4. Ihr werdet wahrscheinlich diese Fight Night Aufnahme erst nach meiner Playstage-Reihe zu Resident Evil 4 Remake sehen. Und ja, Street Fighter 6 ist ja bald im Kommen, wo das Video rauskommt. Daher, ja, spielen wir doch wohl eines, wie ich sage, immer noch eines der besten Street Fighter Spiele. Der Beat'em'up weißt du? Ist der Beat'em'up ist. Wie ich meine das. Ich finde Super Street Fighter 4 Arcade Edition ist ja am besten. Ultra Street Fighter 4, ja, okay. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber trotzdem ist Street Fighter 4 wirklich das Beste. Also ich finde nicht, dass Street Fighter 4 das bessere Street Fighter ist. Weil du sagst, es ist alles zusammen, ne? Es ist das Beste von den alten Teilen. Ja. Also ich finde schon, dass Street Fighter 3 besser ist als Street Fighter 4. Hm. Wie besser? Third Strike vielleicht auf einer kompetitiven Art, aber Street Fighter 4 macht viel mehr Spaß. Konzentriert sich definitiv auf das, was Street Fighter war. Street Fighter Third Strike konzentriert sich zu stark auf sein Feature, was ich mache. Ja, die haben ihr eigenes, aber die haben das irgendwie keine originale Sachen reingetan, ne? Wie meinst du das? Kein originales Spielsystem. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Street Fighter 3 ist eine ganz andere Philosophie-Design, die Street Fighter 4 hat. Aber wie gesagt, ich finde Street Fighter 4, das kann man immer reinwerfen. Das kann jeder spielen, jeder hat Spaß dran. Ja, wenn man genau schaut, hat es schon ein paar Probleme. Aber es kann schlechtes Street Fighter, das ist nichts. Nee, das nicht. Aber was ist besser als Street Fighter 2 oder Street Fighter Alpha, aber nicht unbedingt besser als Street Fighter 3. Ich hab von der anderen Seite den Blitz. Naja, dein Hitbox war aktiv, ne? Warst du, hast mich weg? Der haut mich weg! Die Kinder freuen sich. Ich meine, die haben auch keine schönen Levels oder so. Die haben nur 3, 4, 5 Levels, die gut sind und der Rest gewinnt mir ja auch nicht, ne? Ah, okay, was die. Ja, es sind auch keine Charakter-Levels, ne? Ist mehr so wie, ich würde echt sagen, wie, Evolution. Die besten Arenen, finde ich, hat Alpha 2. Tatsächlich. Nein, wieso? Alpha 3 denn? Alter, hast du mal gesehen, wie die Animation das ist? Was da passiert im Hintergrund? Das ist wirklich cool. Alpha 3? Ja. Zum Beispiel bei Virus hätte zum Beispiel ist da gar keine Animation. Bei Nevis. Jetzt? Weil da tun nicht mal die Blätter runterfallen oder was? Mhm. Ah, du meinst Weißes Level, ja gut, aber das ist nicht das ganze Spiel so, ne? Dann wäre es echt das Beste. Aber die Varianz von denen, das ist echt gut. Ja gut, die haben viele Varianten, aber viele gefällt mir persönlich ja nicht, ne? Was haben wir, was mir so gefallen? Rio Station finde ich geil, was noch? Von Weißen. Weißt du, das geht doch? Okay. Das geht doch? Ja! Super Combo, Baby! Aber zum Beispiel Sodom Slayer oder so gefällt mir überhaupt gar nichts. Was hat denn das? So eine Spielzeugfirma oder was ist das? Meinst oder du, Spielzeugladen, ne? Meinst du? Das finde ich nicht so schön gemacht. Da finde ich tatsächlich Street Fighter Alpha 2 besser von den Stages. Ja, klar. Ich dachte, Alpha 3 sollte es besser sein. Ja, die Meinungen sind schon verschieden. Ich sage halt, dieser und das gefällt mir gut.
Der Rest eher weniger. Oh, tatsächlich Finale. Weil ah. Super Sex haben die auch sehr viele in den Menschen von früher. Die ja, haben ja auch nicht wirklich was Originales drin, oder? Was haben die denn da neu? Was sie vielleicht auch nicht so richtig hatte. Na, die ganzen Athen sind schon anders. Oh, dich getroffen diesmal. Aber du, du hast ihn nicht gewehrt. Ich wusste nicht, dass das noch bleibt. Ja, ja, ich drehe mich ja. Weil du bist ja in der Position, ne? Ach so. Ja, ja. Was wolltest du sagen? Street Fighter 6 sind das, das sind schon neue AD. Es sind halt viele Aspekte, die aus älteren Teilen, ja, das kann sein, aber die sind schon neu. Ich meine, bei Spielsystemen von Street Fighter 6, weil die haben wir auch überall gesehen, weil du hast Pervia, das ist ja Street Fighter 3. Du hast dieses. Ja, aber das funktioniert ja anders. Das ist ja jetzt eine Stance. Ja gut, aber im Grunde ist es ja von Street Fighter 3 übernommen. Mm. Weil es ja kein ganz neues Spielprinzip ist. Ja, okay, aber das ist ja kein richtiger Parry, das ist mehr so ja abwärts. You'll be seeing red by the time. Jetzt so eine Haltung und das heißt, halt für Anfänger mehr gedacht hat, weil alle sich beschwert haben, Street Fighter 3 so schwer zu parieren. Nee, das hat schon seinen Grund, weil mit dem Parry-System da fühlst du schon sein. Und dieses, was Street Fighter 4 hat, das haben die auch übernommen. Du hattest jetzt in Street Fighter 6 besser funktioniert, ne? Weil ich meine, die sowieso das nächste 1 von 1 übernehmen. Ich lebe auch noch. Oh. Voll. Oh. Ja, aber auch gewährt auf der anderen Seite. Das habe ich gesehen, aber... Ja, wieder Dragon Ball Scheiße, ne? Ja, ja. Ja, Dragon Ball Scheiße, genau. Mhm. Es ist auch Dragon Ball Scheiße, im Grunde. Ich meine, sieh mal wirklich mal die Dragon Ball Spieler, die sind nicht so schnell wie ihr. Das ist tatsächlich mehr Dragon Ball als Dragon Ball selbst, Alter. Ach, dieser Vega, ey. Oh, aua. Ah, jetzt wollte ich nicht so machen. Ah. Ja, hält mal auf, Alter. Rennst daneben, Alter. Ah, Mann. Kick in die Fresse, Baby. Die gibt's dann auch noch nicht mehr, den Vegan. Ich habe Vegan in FIFA 5 nur am Anfang gespielt. Da habe ich ihn komplett fallen gelassen. Ich habe eigentlich relativ gern gespielt, aber der war ein bisschen zu komplex, finde ich. Zu Fighter 5. Ja, der musste schon anders sein, ne? Ja, weil. Ja, aber so komplett anders. Chun-Li ist ja auch wieder anders. Die Chun-Li hat mehr Sachen als Vega da hatte, weil der komplett anderes Gameplay, was er hatte. Aua. Ah! Und dann kommt man weg, Leute. Ja, das ist nicht so gut für Konterangriff. Weil siehst du, ich habe keinen Ultrakomma mehr. Den habe ich benutzt bei den Tritts. Ist aber auch egal gegen Verlierer wie dich. Ah, die Sätze sind noch nicht schlecht hier. Ja. Wir machen kurz mal Pause, ne? Okay, machen wir Pause. Jo. Okay. Das, was ich. Ja.
Machen wir weiter. Machen wir weiter, okay. Also, ich sag mal so, die Arenen, die sind schon auf anderen Plätzen zugeschnitten. Man kann sagen, dass fast jeder Charakter ja eine eigene Arena hat. Okay, ist ja wurscht. Wie gesagt, fast. Aber diese Interpretation von Perry und dem Fokus. Ja, perfekt. Also perfekt Perry ist mehr was für richtiges Typ von der Dreispieler. Naja, Perfect so, Perry. So sieht sich das eher an, ne? Naja, Perfect Perry ist eher dazu da, dass du diesen Drive Rush machst. Das ist überhaupt ganz neu, dass du bei einem Street Fighter nach vorne so schnell rushen kannst. Und dadurch einen Vorteil hast. Das ist wirklich. Das gab's aber auch schon vorher. Wo das denn? Zum Beispiel SVC Chaos. Das ist aber kein Street, das ist ein SNK-Spiel. Nicht ein Street Fighter. Ja, aber ich meine, das gab's halt in einem Kampfspiel halt schon, ne? Ja, aber wir reden ja über Street Fighter. Aber nicht in Street Fighter, ja gut, aber. Da waren Street Fighter-Charaktere mal zum Beispiel drin halt, ne? Ja, aber trotzdem. Also das ist schon Ideen, die es. Ja, also wirklich gesehen ist dann kein Kampfspiel mehr. Wirklich gesehen ist dann kein Kampfspiel mehr, weil alles war schon da. Aber bei Street Fighter haben wir. Nein, nicht alles. Oh. Zum Beispiel das, was ich mache, gab es noch nie. Was? Was ich immer im Kampfspiel mache, gab es zum Beispiel noch nie. Meine ich doch. Ich denke mir das Haaren aus, echt? Das ist echt nicht schlecht, was ich da vorhabe. Und so weit. Ja, die Hand, ne? Ja, die Hand. Alles kommt da. Nö. Ist es ja nicht. Hä? Die hat da keine Hurtbox, okay? Hey, ich komme aber doch trotzdem von oben. Ah, ist die Giovanna oder was? Schwer, ne? Ja, bei Giovanna kann sich auch ducken. Vorsicht. Ah, wieder die Kacke. Ja, Klassiker! Immer dieser Fuck. Flammen Shoryuken! Challenge me after some practice. Aber wie gesagt, dieser Drive Impact, dieser Drive Impact hat aber ist eine Abwandlung von wie nennt man das? Von Fokus. Das ist eine Abwandlung. Also es ist eigentlich weiterentwickelt. Ja, ja, das meine ich ja. Die tun es ja weiterentwickelt, aber ganz neu haben die nichts rein gemacht. Naja, das Drive Rush. Das ist neu. Weil das ist das sehr ist auch, neu. Das ist ja eigentlich Abbrechen, ne? Wenn man so haben will. Na, was richtig neu ist, dass die da das verändern, ne? Die, ist nicht der gleiche Angriff, sondern diesen dann veränderte Frames halt, ne? Du hast einen Vorteil, weil du dich beschleunigst. Das gibt nur. Das gibt's ja nicht. Du beschleunigst dich ja. Ach, Brushanin gab's ja schon mal. Nee, wo? Oh. Dass du dich beschleunigst im Vorteil. Ja, aber da hast du keinen Vorteil von den Frames. Doch, das sind die Frames gleich. Dann, ne? Nein. Du bist komplett sicher zum Beispiel. Oder Super X dann halt, ne? Da bist du komplett schneller. Ja, aber das baut auf was anderes. Das ist wieder ein Arika. Ja, aber. Das ist so eine Abwandlung halt, meine ich halt, ne? Was wirklich neu ist, ist, dass die Frames sich verändern. Ne? Das gab's, glaube ich, wirklich noch nie. Weil es nicht der gleiche Angriff ist, sondern halt, dass sie verbessert sind, ne? Dass du dann Normals in Kombos verwandeln kannst. Es ist eine Art, eine weit entfernte Art von Roman Cancel.
Tag. Von damals. Von oder die. Von FIFA Alpha diesen Fokus nee, dann, ne? Nee, die Custom Combos, das ist wieder was ganz anderes. Das ist wieder was ganz anderes, das du sagst. Weil das du kannst da ja nicht, du hast ja keinen Vorteil, wenn du normal du sonst was cancelst. Du hast ganz andere Vorteile. Ah ja, genau. Wo ist China? China, China, China. Da. Du, bei dem Drive Rush, da hast du, das ist quasi gesehen, eine Abwandlung von Cancel. Aber da, wie gesagt, du beschleunigst den Charakter. Es ist, wenn man es ganz genau nehmen will, ist es Mortal Kombat 3. Turbo Button. Ja, Mortal Kombat 3 tust du es ja nicht, Doch, das tust du selber. Abbrechen. Tust du abbrechen? Mit Angriffen? Du kannst da, doch. Klar kannst du das. Das kann der Mortal Kombat 3 schon. Das ist eigentlich ja nur Rennen, oder? Was? Rennen und dann kannst du reinkämpfen in die Combo. Achso, das ist aber andersherum dann. Nee. Hä? Wieso kann ich dich nicht treffen? Ja, du bist sicher, scheiße. Oh, der letzte? Achso, du bist ja sicher. Ziemlich gut ist die Scheiße. Diese Scheiße! Sakura! Was kann er jetzt über Bauch? Street Fighter 5 ist die Xiaoyu. Kann so viel Kung Fu miss. Nur wissen. Die hat ja jetzt eine Stellung, ne? Ja, aber du ist aber nicht so gut, ne? Ha! Was? Ist nicht gut. Ja, der Move. Klar, ist nicht gut. Ah, Scheiße. Ah, ich bin weg. Nee, doch nichts. Ja, da ist nichts gemacht. Oh, dass es so lange Minus ist? Nein. Du bist im Minus, Adam. Die ist jetzt über 6 wirklich alt. Oh Mann. Ja. Aber noch immer attraktiv sagen, ne? Finde ich eigentlich auch, aber für ihn Alter ist er attraktiv, sag mal so lieber. Da ist Kevin besser gehalten. Das ist ja, aber auch nur weil sie auch, ne? Erschaffen ist, ne? Achso, ja, Klon, ne? BK Dash. Dieses Greifen. Unbesiegbare Scheiße. Wo ist das unbesiegbar? Da konntest du ja nichts machen dagegen. Ah, nicht geschafft. So, mal Zeit. Hä? Ah, schon reicht's. Ah, ist nicht sicher. Okay. Minus. Warum ist das so weit? Ah. Meine Fresse, dieses Greifen habe ich nie verstanden. Ah, das war gut. Hä? Affektiert, Alter. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das treffe. Wollte eigentlich was anderes machen, aber sie können. Schön die Power. Aber jetzt. Ah. Wie du einfach nur wartest. Wie du einfach nur wartest. Ja, er wartet noch. Ja, warten. Oh, hier ist er gewonnen. Ah. Jo, muss blocken.
Come back! Ja, die Hurtboxen hier sind gar... Ihr habt's geschafft, oder auf Japanisch? Ja, dann! Aber wie gesagt, Street Fighter 6 fühlt sich, wie gesagt, komplett anders auch an, weil die Charaktere ja wirklich sehr viel Bock haben. Ja gut, das ist ja nicht 1 und 1. Die haben schon da das General überhaupt, was geht's. Das stimmt schon. Es ist halt nicht mehr dieses gekürzte V-Trigger-Shit. Ja, haben die meisten Leute nicht so gemocht, V-Trigger, ne? Weil... Mich hat's langsam genervt. Aber du bist ja trotzdem, wenn du in diesem Blackout-Stance bist, du kannst ja trotzdem mit den Fähigkeiten deines Charakters und die Super trotzdem einsetzen. Hä? Ich hab auch gegriffen! Ach komm, Spiel! Das kannst du nicht. Das kannst du nicht brechen. Mit nochmal nichts. Das geht aber. Wenn ich drehen würde. Das war sehr gut. Da konnte ich null was machen dagegen. Null. Null! Ja, du bist auch stärker. Keine Angst. Oh, die ist schon stärker. Ich bin gespannt, was sie aus Sakura machen. Hoffentlich nicht sowas wie Asuka Kasama in Tekken 7, 8. Dann dreh ich, glaube ich, durch. Dann dreh ich durch. Dann dreh ich durch. Die muss erstmal sortieren, bevor Lehrer macht. Das würde mich echt stören, Adam. Das würde mich richtig stören. Die macht das doch schon. Die ist Part-Time-Jobber. Ja, ja, aber. Jetzt hat er den Job aufgegeben, jetzt muss sie nur noch lernen. Phase. Das wäre richtig beschissen. Das ist doch die Zukunft. Wir wissen noch nicht, was mit ihr passiert. Noch blöder wär's, wenn sie den letzten 20 Jahren das nicht geschafft hat. Das wäre dann nicht mehr Sakura eigentlich. Nee, dann wäre auch Ryu nicht alt geworden. Also. Ja. Das wäre schwach. Ja. Das hoffen wir nicht, weil viele haben sich ja auch direkt wegen Ibuki, ne? Ja, aber viele... Dabei stimmen ja die Zeitlein. Mit der Ibuki. Ja, aber das kapieren ja nicht viele hier. Weil sie verwirrt ja vor, sie vor der 3. Nicht nach. Dachte mit Lightkick könnte ich da noch treffen? Nee, gar nichts. Im Minus. Ja, jetzt habe ich auch sie vor der 6 Jahre gespielt. Das mit den Teufelsch verstehe ich nicht ganz. Ich dachte, man kann das mit ihnen Zeug abbrechen. Nee, kannst du nicht. Ich verstehe auch gar nicht, wie das geht dann. Hä? Was ohne, meinst du? Wegen Teufelsch. Teufelsch? Du kannst alles. Du musst nach vorne. Du musst nach vorne machen. Ja, ja, aber geht nicht. Das geht nicht mit allem. Ja, klar, das wäre viel zu mächtig. Habe ich aber so verstanden. Hä? Das wäre viel zu mächtig. Du musst gucken, was funktioniert, was nicht. Also mit Tatsumatsu-EX zum Beispiel kannst du das machen. Mit meinen normalen Angriffen kann ich das nicht. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das so entschieden wurde. Zum Beispiel, oder anders ausgedrückt, was kann ich denn abbrechen? Es ist normal, dass ich den Barrier das abbringen kann. Aber der Rest verstehe ich noch nicht. Ja. Ich verstehe ja nirgendwo auch, ne? Dass er jetzt nichts abbrechbar ist oder was. Doch, das wird dir im Tutorial erzählt, wie das funktioniert. Muss nur lesen. Dann darfst du nicht drücken, dass ich Street Fighter kenne. Dann wird es genau erklärt. Danke sehr. Ja, das kann das.
Leveln, Ultra-Gong, weiß ich. Aber wie du einfach wieder wartest. Ah, ich hasse. Immer dieses Warten und dann Level 3. Du bist ja auch im Vorteil, da greife ich nicht einfach so blöd an, das ist dumm. Wo bin ich im Vorteil? Ja, wenn ich einfach angreife, dann bist du dann im Vorteil, weil du ja das Corner kannst. Weil wenn ich halt normal ballerst, zum Beispiel kannst du springen und so. Darum überlegen, wie ich angreifen kann. Willst du mir sagen, dass ich im Nahkampf besser bin als du? Ah, andere Level? Okay. So? Willst du mir das damit sagen? Nee, ich meine halt, Möglichkeiten bestehen. Ach so. Aber du trotzdem, du gehst irgendwann nicht mehr in den Nahkampf. Du wartest dann einfach. Weil ich halten muss. Ja, aber das hier, das muss ich halten, das ist nichts über der Reihe. Zum Beispiel, ist kombiniert, ne? Angriff mit, Nee, das ist geil spielen. Das ist geil spielen. Das ist nicht so geil spielen. Ja. Siehst du das mal nicht? Was, das ist Kontern! Das ist ganz normale Kontersituation. Ja. Die Frage ist auch, dass ich mich kontern lasse. Das ist das, ja. Ah, ich hab den Dive verkackt. Oh, das hätte ich geschafft. Das hätte ich geschafft, tatsächlich. Und wieder, er hockt. Ach, ich glaub's. Rup. Oh, Minus. Bup. Bin weg. Siehst du das mal nicht? Nicht gleich angreifen. Ja, komm auf einmal, hat er noch gesagt. Yeah. Das verstehe ich manchmal nicht. Diesen. Hä? Was ist offen? Konnte doch rechtzeitig aufhören. Du warst so offen! Ja, ja, ey, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, dieses sofortige Greifen. Das ist die 6, ist noch schlimmer, ist er dann. Weil jetzt kannst du Wake Up das grabben, ne? Ja, das ist ein bisschen krass, ja. Na gut, du kannst aber zwar zurückspringen, ne? Also zurückspringen, Dashen ist dagegen. Oh oh, ich hab gesagt. Bringt mir gar nichts. Komm Arsch. Come back. Come back. Ja, 2-2. Dass du mich immer da noch triffst, ne? Das verstehe ich manchmal. Oh nein, es kann auch. Aber du bist hier, okay. Das ist Killing-Kombo. Wahrscheinlich, weil der erste Tritt so schnell war.
Das ist meine Vermutung. Da hat es wieder, da hat sie wieder gewonnen. Gegen den Willi muss ich nicht mal mein Auge ansetzen. Okay, Quanto. Na, nimm mir schon eine. Hast du nur ausgesetzt, Alter. Ja, das Spiel aber noch vor, ne? Spiel vor das hier, aber trotzdem. Ja, geil, nimm mal so. Ich bin mal gespannt, wie Manon spielt. Also, das ist immer was, also alles, was ich sehe, ist sehr interessant. Scheint auch nicht sehr scheint auch sehr schwierig Spiel zu sein, weil ihre Norm ist nicht so krass. Ja, die kann er aber gröben, ne? Das erstmal hinzubekommen, ist eine ganz andere Sache. Aber trotzdem, die kann schon Distanzen zurücklegen. Aber da muss man erstmal, ja, das wird schwierig. Oh, kommt jemand rein? Ich dachte, du warst dizzy. Da war sie wieder, wieder, bitte. Hab ich gemacht, was ich will? Das geht hier direkt, sag sie. Ja, hier ist sie noch Statistik. Ja, ja. Der wurde sehr fast immer. Nee. Na dann flieg mal, Baby! Jawohl, rein! Ach, das ist ein Konter. Okay. Das! Ja, also, das wusste ich ja nicht! Da ist Pikus, ne? Fast jeder unserer Kommas ist Konter. Nee! Ja, fast! Nicht hier in 4. In 4 ist doch, ne? Ist recht, oder nicht? Nein, doch nicht in 4. In 4 kannst du die aufhalten. Wir sind hier nicht in Super 5. Wir sind hier in Super 5, sag er. Oh, erste Chance. Oh, nicht vermasse die. Ja, du bist weg. Oh, noch nichts. Aber was? Hä? Ich hab doch super eingesetzt normalerweise. Ich dachte, du kommst nach vorne. Toll. Ich kann nicht abbrechen noch. Hä, ich dachte, du kommst nach vorne. Toll. Aber eigentlich wollte ich. Ja, ich wollte eigentlich wieder vom Bein. Der ist zurück, Leute. Das geht hier nicht. Da sagt das Spiel, ne? Da bist du ein Reset. Da bist du ein Reset. Jo, Anti-Air. What? Was? Weiß ich.
Oh, oh, oh. Ah, weil ich an dir machen wollte. Overhead. Overhead, ja. Extrem gerade. Unterschätze mir nichts. Immerhin kannst du in Teil 6 nach dem EX Dive Kick kannst du endlich mal Combo bei diesem Speedfighter 5. Nur mit Ultra. Nur mit Ultra. Geht das ziemlich gut. Weil das ist echt. Wo haben wir das Level da, Mann, ja? Sag mal, nicht so viele Levels gewonnen wie hier. Destination confirmed. Ja, und was ist wer schuld war? Street Fighter Exact. Wieso das? Ja, weil wir hätten garantiert mehr AD hinbekommen, aber nein. Es musste ja dieses dumme Crossover-Spiel sein. Nix halbes und nix ganzes, der Shit. Ja, Politik von Capcom halt, weißt du noch. Oh, ich bin weg, ja. Wenn du willst, können wir mal per Shareplay wenn du Lust hättest. Ich wollte es mal erklären, wie das funktioniert. Weil ich kenne mich ein bisschen aus, das Drive falsch, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Das kannst du zum Beispiel nicht in Sphere 3, ne? Dieses Kommas. Da liegt ja auch ganz anderen Fokus und hat dann doch ein ganz anderes Feld. Ah. Ah. Ja, das ist Gott. Wieder dieses. Ah! Wieder dieses Korn. Oh, ohne die Flügel zu. Durch die Flügel? Das haben sie ja nicht mitberechnet, dass sie das auch kommen. Das war Cinematic, tatsächlich. Das. Ja, sehr geil, das ist ja Ingame-Grab, ja. Das. Aber Schalke hat recht, das haben die als in Cinematic programmiert, ne? Nicht Ingame. Ja, das ist ja. Deswegen. Ah, da schaut ich schon ein bisschen ängstlich rein. Boom! So kennen wir die gar nicht. Kauf dir ein neues Kreuz. Das ist Jody, Baby. Und sie hat tatsächlich auch ihren Special aus Teil 4, ne? Das ist nichts aus Teil 6. Diese 6. Und du kannst es verbessern, wenn du die updates, ne? Jo, du willst! Ich sehe doch, dass du willst! Das ist ein Brecher? Das ist ein Brecher? Ja. Hans? Nee. Hans? Aber nicht klar genug. Mann ist die Hurtbox klein. Aber. Ich dachte, war wegen deiner Hand. Hä? Das hab ich jetzt auch nicht verstanden. Wieso? Kämpfen. Ja.
Oh, was? Toll, weg bin ich. Eisenkopf. Wie klein ist die Hurtbox? Da habe ich mich richtig vertan. Die geht ja nicht so weit nach vorne wie zufällig. Oh, aber hast du die Tornado gesehen? Hast du den Tornado gesehen, Junge? Die geht ja aber nicht so weit nach vorne. Nee, die geht ja nicht nach vorne, aber trotzdem ist der Tornado groß. Ja, in Street Fighter 6, da macht sie ein springenden Roundhouse-Kick. Das ist was anderes. Die springt richtig hoch. Über deinen Kopf. Und dann... Passwort, Arigan. Moskau, eine Sau. Wo ist Ronny? Jo, groß. Aber wirklich, ich verschätze mich immer mit der Reichweite. Das ist echt ein Anti-Air-Schritt. Das ist auch so wie ein 4, dass der Große mehr Reichweite hat, beziehungsweise nach vorne geht. Das war nichts. Da ist deine Hurtbox groß. Verstehe ich manchmal nicht. Das ist nicht so gemacht, wie es sein sollte. Ne? Weil ja, die haben ja Probleme gehabt. Der Netcode ist dafür auch nicht ausgegeben. Du machst das Spiel. Das Code ist ja nur da, wie die Verbindung ist. Reicher! Hä? Voll daneben, nicht mal getroffen. Oh, alles scheiße. Alles scheiße. Boom! Dive! Na. Auf jetzt! Das war ein Konz. Oh, da kein Komma. Dreizehn neun? Was? Oh, hey, lass mal mit dem. Lass es mal mit dem. Auch wenn du dashen kannst, bist nicht sicher. War ja auch noch nie. Naja, Medium Kick. Oh doch. Drei sind das viel mehr. Oh, sonst wo. Das ist schneller, aber der hier ist die nicht. Hm, das schafft fast keiner. Ich weiß nicht wer, aber irgendeiner schafft das, die Aufmerksamkeit. Keiner so schnell. Das kommt, aber wie gesagt, Yuri ist ja auch einer der Charaktere, die sich sehr lang macht bei Medium Kick. Das konnte sie schon immer. Und jetzt in Teil 6 richtig extrem. Werden? Der Crunching Medium Kick. Vom Yuri. Bei Yuri? Ja, der ist krass. Die legt sich richtig hin, Alter. Die Reichweite ist krass. Oh man, I love a good fight. So mit den Kreon. Evil Ryu. Bye bye, Evil Ryu, die gibt's nicht wieder. Gott sei Dank. Shit. Der Shit, ey. Das würde jetzt halt welchen Tetsch aushaken, Leute. Right?
Und Cinematic. Gegen die Dama. Hä? Mit der Faust aber. Das ist doch keine Gegen die Dama. Was ist das? Das ist doch keine Gegen die Dama. Das ist doch Samenze Energie. Das ist mehr Power Faust. Natürlich. Natürlich hast du es gesehen. Ah, komm mal. Ah, oh, gleich Shoryuken. Ah, klar. Akuma Twice. Nee, das ist hier aus Street Fighter X. Direkt übernommen von Evil. Das ist direkt aus Street Fighter X. Das ist nicht Akuma Twice. Also das müsstest du eigentlich erkennen, du Überfan von Street Fighter X. Das erkennt ja X. Das ist Street Fighter X, die Animation. Nein. Doch. Sowas von. Weil der kann es immer machen in Super X. Yeah, so der den Gigi. Yeah! Das glaube ich auch. So ist so der einzige Akuma, der den Drive immer machen kann. Oder steht's? Wieder will er. Genki Tama! Ah. Weil er dann googeln. Das ist, also schon. Das ist schon mega geil. Das ist doch keine. Er wirft doch keinen Energieball! Er tut es absolvieren, meine ich. Nee. Das ist eine Manifestation des Schlags. Keine Energieball. Was? Das weicht noch aus? Dass das kein Brecher ist, ne? Mann. Dom, egal. Das ist ein bisschen mies, Leute. Ja, kein Kanal. Natürlich. Ja, ich kann halt ihn nicht. Hier kann ich ihn schlechter. Hörst du sie nicht, zwar? Die Stimmen der Toten heißen dich willkommen. Ach. Ja, leid. Sowieso so ein Gag-Charakter. Gag? Nee. Doch. Ist, Oni und Evil Ryu sind Gag-Charaktere. Die sind nur drin, Spaß zu haben. Ja, Evil Ryu, jetzt gibt's ja in der Zoll rein. Ja, aber das sind Gag-Charaktere. Nee, das ist Canon. Ryu ist nicht hier Evil geworden. Nicht hier. Aber in Alpha. Ja, ein Alpha! Das ist nicht Alpha! Deswegen! Das ist mehr was wäre Charaktere sind es? Nee, das sind wirklich Spaßcharaktere. Ohne gibt's ja auch nicht. Ja, Mann, das ist was wäre. Nee. Weil die Story ist ja anders ausgegangen, aber das ist eine Alternative. Nee, das sind Gag-Charaktere. Wie ich dir schon sage. Oh Mann, Alter, der hat Frames, der Penner. Nervt mich, der Typ. Gott, ey. Das ist so ein Street Fighter X, dass du das nicht erkennst. Das ist die Animation. Doch. Also der Dive. Das macht ein bisschen anders. Also dem. Nee. Das ist schon. Das ist ein Griff, aber auch gut, Leute. Ja. Nicht gut genug, würde ich sagen. Natürlich trifft ihn nicht.
ausgerutscht, sag ich das so immer. Natürlich, er kann wieder einen Griff blocken. Sicher. Sicher! Na, wie ist das sicher? Er ist so ein Penner. Er ist so ein Penner. Oh. Das hätte ich auch nicht geglaubt, Leute. Wir sehen Kontonaren. Ha, ich weiß es noch. What? Am Arsch, am Arsch. Ich bin Mr. Dragonborn. Jetzt sag ich das mal zu mir. War ich so selten? Nein, der ist nicht Dragonborn. Der ist einfach nur übertrieben. Ja, das ist sehr andere, was wir Dragonborn. Evil Ryota muss ich mit Charakteren dann, die ich kann, weil... Ich kann ihn auch nicht so gut, aber... Evil Ryota musst du nicht können, der ist viel zu gut! Alter! Ah, ich hab seinen... Stampfer gar nicht mehr eingesetzt. Ich meine, klar, er ist hier schlechter in Ultra, es aber ist trotzdem... Es ist Evil Ryota in Civilization 3, ja, hab's ein bisschen. Wer kann diesen... Fußbewegung halten? Hä? Was meinst du denn? Dann macht der nicht Lesetritt wie Höhe in Super 3, sondern er macht so einen Stampfangriff. In den Fuß. Hä? Stampfangriff? Ah, mach mal ein bisschen Mega Man. Hä? Was, was für ein Stampfangriff? Hä? Welchen Stampfangriff? Ja, das sag ich dir mal. Mal schauen, ob du das nächste Mal reinkommst. Den meine ich. Hm. Das ist... Achso, das ist so eine... Ja. Ja, Stampfangriff. Ja. Frame 1. Das ist so beschissen. Ist aber ein Turnier erlaubt, der Typ? Naja, hier ja, aber... Ja, mach mal. Break that, baby! Oh, Fehler! Fehler von dir! Du denkst, du bist Himmel, Ryu? Du denkst das? Ich hab vergessen, er hat so eine Fans, ey. Mann! Jo! Satz! Wie gesagt, das ist ein, so ein Gag-Charakter. Hä? Ach komm! Klar, klar. Hä? Das war Combo. Das war immer ultimativ. Das war Bug. Ja, wieso? Der letzte Schlag hat getroffen. Dann geht die Cinematic los. Da war die ganze, da war ganz bisschen schwarz. Also, so grau-mäßig. Ich meine, das ist der Bug von ihm. Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr das wollt.
Das ist nicht wahr, ne? Das ist echt nicht wahr. Du kannst einfach keine Chance. Einfach nicht. Jawohl. Einfach kämpfen. Elena ist ja verboten, weil sie es ja zeigen kann. Und? Ja, das ist unfair. Das kann keiner. Ja gut, dann ist gerade die auch in Ziffer 3 und die ist ja auch nicht verboten. Ja, aber das ist nicht so extrem wie hier. Achso, ja. Zeige Bomb! Scheiße! Die Reichweite! Ja. Das war mir zu schnell. Ja, wie der Mapmaster würde sagen, die Faust, die sagt, ja puh! Der Fu! Gib mir mit dem Flugbus! Lass uns tanzen? Ja. Yep. Als ob Elena Evil Flugbus. Naja, die hat's auch mit Akuma probiert, warum nicht, ne? Oh. Wo ist die denn? Die Katzen, die ich habe. Ah ja. Gyro Drive! Alter, Cammy ist so anders. Cammy ist so anders. Junge, Junge. Mir ist Süfer der Fall mäßig mehr, ne? Was? Nee, du hast zu Cammy noch nie gesehen. Die kann Sachen. Hat... Unfassbar. Cammy ist mega krass Rushdown geworden. Aber ich finde den Sprecher von Ryo in Süfer 6 hätte man ändern sollen. Weil ich meine, das kann der nicht mehr so gut mehr drauf halt. Was machst du? Weil er hört sich ein bisschen zu alt an halt, ne? Also, dass er das nicht mehr so ballert, ne? Naja, Ryu ist doch halt. Mit dem Mann, Alter. Mit dem alten Mann nicht, ne? Ryu ist alt. Ich meine, die Stimme passt nicht mehr so sehr. Ich meine, das hätte man ändern sollen. Aber naja. Ah! Ey, der Scheiße! Das ist keine Energieball! Odo macht es! Odo macht es! Ja, da würde ich sagen, das ist Genki Dama. Aber er macht ein, sozusagen einen Griff, einen Schlag. Warte, ging das so? Ja. Ah, okay. Oh, da hätte ich probieren können, dass ich Level 3 machen kann. Das ist kein Brecher? Boah, mal da. You finished! Die Zuckerrasch. Hat richtig die Zuckerrasch gesteckt. Aber Cammy, ich würde gern wissen, warum Cammy so mega krass fokussiert ist. Was? Ja, verändert. Man müsste eigentlich die Comics von Udo lesen. Weil das ist die Vorgeschichte. Easy, nix Baby. Nichts easy. Oder auch doch. Sehr Luft. Guck mal, das geht. Wenn ich die Frames kennen würde. Cannon Spike, Baby.
eliminate me. Ah, seit Teil 4 mag ich. Du hast mich unterschätzt, Taxi. Glaube ich. Nee. Unterschätzt mich nicht, sagt sie. Ja, Mann, ja. Ja, so sind wir noch schnell. Ah. Oh! German Suplex! Wir suplexen Evil Uno! Ja! Die bekannteste Katzenliebhaberin im Videospiel. Geschichte. Gesicht. Wo schaust du denn hin? Sagt, fragt die auch. Ja, ja! Die weiß schon, dass die arschgeil ist. Er sagt ja hauptsächlich, weil der Gegner ja in der falschen Richtung sieht. Ja, naja, aber sie weiß schon, dass ihr Arsch geil seid. Ja, ja. Come on. Die macht das ja, ja. Ne? Bewusst. Na gut, deutscher Fall. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, ob der wiederkommt. Da bin ich mir nicht so sicher. Weil eigentlich hat er keine richtige Main-Story, ne? Hä? Er ist zurückgekommen. Coulson hat ihn wiedergefunden. Ja, aber da, ich meine, er hat den Nachtschiffer da rein, ne? Hat er nicht so richtig. Das kann man ja immer noch machen. Das ist ja das Ding. Coulson hat ihn ja wiedergefunden. Als... Oh, los geht's. Das geht weit, diese Runde. Es geht besser als in Zyphilat 3, tatsächlich. Oh, welcher? Ja. Die Probleme eines Cammy-Spielers, die muss man kennen. Ja, diese Command-Craps, die gehen sofort. Keine Energie. Stimmt. Seien sie gewaschen. Bist du so klein? Warum bist du so schwach, sagt er, glaube ich. Ja, der Raum deswegen, ne? Ja, was war? Das ist ein Special. Ich bin dumm. Ich bin richtig dumm. Ja, ich gehe immer sehr nah ran. Das ist wirklich dumm. Welcher? Abbrecher. Aber Level kann er armarschig dafür, ne? Dafür ist das andere besser. Mach mal. Der hat mich. Smasher! Naja, finish bist du nicht. Weg bist du! Ach, das ist... Ja, Gigabyte. Ende! Ja. Ja, er kann nicht bis wir zählen. Kameramann wegge. Da haben wir Kameramann! Okay, Cammy ist auch nicht nett zum Kameramann. Die kickt ihn auch weg. Ja. Und das wechselt dann. Erfolg kann er durch Bitters. Praktisch voll Nacken durch, ne? Den nee, achso, du meinst jetzt Hugo oder meinst Cammy? Cammy in Ziffer 6 meine ich. Nee, die kickt ihn einfach nur weg. Das ist nicht im Nacken. Das ist einfach nur
für dich. Weil der so steht, weil der so seitlich ist, da müsste er ja eigentlich ja auf der Seite drehen. Ja, liegt sein. Er doch. Liegt er doch, dass er genau ihren Arsch im Oh, die Classic-Kostüms. Deswegen ist ja die Faust vor zwischen, ne? Die haben schon alle. Weil die Classic-Kostüme, wir haben ja die klassischen Kostüme bei Ryo, Ken, Geil und Danke. Und Shaggy auch. Aber Cammy wird auch bekommen. Bringt nichts. Einfach drüber springen. Come on! Ist er jetzt viel langsamer? Klar ist er langsamer. Guck dir doch mal den Typ an. In Süde 3 macht er sofort. Levels. Aber das geht's gut. Ja, okay, ist auch ein anderes Spiel, ne? Ja. Das ist so langsamer sein muss. Oh, oh, bin weg. Bin weg. Ich hätte keinen Demon sollen. Direkt in den Blödsinn. Woo! Ah ja, er muss man früh machen. Oh! Er ist sofort sicher danach. Ach, dieses Pfeifen immer. What? Ich kann ihn nicht bekommen? Ich kann ihn nicht bekommen? Ja, ja, das ist besser gemacht, falls es zu viel 3 dafür. Das ist ja wie bei. Das ist ja wie bei Potemkin, ey. Aber ja. Oh, geht's. Wieso bin ich so dumm? Mann, guck dir das an, genau. Egal. Ah, ich guck zu viel zu, Mann. Quatsch. Da guck dir zu. Guck einfach zu. Come on. Nächster. Na, greifen wieder, ja. Oh, das ist scheiße wieder. Manchmal ist das komisch. What? Wrestling! Oh, ich hab Bein. Tengu! So, ich hab ihn mit einem Tengu Hadoken nochmal hier wegbefördert. So ein Ding. So ein Ding. Wäre eigentlich fast Step-Okay, ne? Nee.
Das Ding ist ja, bei Sakura sind immer die Hände, was halt los, dann geht's mal sicher. Deswegen hab ich zuerst getroffen und du später. Naja, plötzlich ist man sehen, auch bei den Typen. Oh, der wird auch. Der den sieht man auch in Street Fighter 6. Der ist auch sehr gut geworden. Er hat ein, zwei Charge-Moves, sonst sind das alles Mods. Also. Er ist so. Na, die drei normalen, ne? Er ist ein Hybrid geworden, kann man sagen. Aber was? Er ist ja nicht mehr ein Charge-Charakter. So kein, ne? Naja, hat nur ein, zwei Charge-Moves. Aha. Sehr nett für ihn. Ja, genau, das ist ein Charge-Move, glaube ich. Oder das? Bananen! Vollwelle. Das kann er aber auch nicht mehr. Oder? Nee. Der kann den Tritt. Level 2 weiß ich nicht, aber Level 3 ist das, was hier der Level 0,2 ist, ne? Nur halt anders, ne? Dass er da in, jongliert, ne? Mit den Trommelschlägen, ne? Ich weiß nicht, der ist da irgendwie sicher. Echt wenig Erfahrung gegen die Tank. Jetzt kann er nochmal ins über 6. Oder? Ja, ja. Ein bisschen übertrieben, ey. Sein Leichter ist. Und sein Leichter ist ein Fake. Hä? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung mit dir. Gegen DJ. Keine Ahnung. Kein Wörter und kein Blick zurück. Dann haben die schon aber cool gemacht, die Band. Die haben schon wirklich cool gemacht. Das Level ist auch schön. Mein Lieblingslevel bisher ist da in der Pagode. Da im Restaurant. In der was? In der Pagode, wo man kämpft. Pagode? Ja. Die von Yuri dann. Oder ich weiß nicht, ob das die von Yuri ist. Aber die sind auf jeden Fall besser als Street Fighter 6. Aber habe ich das genommen? Ja, ne? Dann machen wir das. Meins also. Besser als Street Fighter 5. North America. Half-Life. Destination confirmed. Ja, die Level sind besser als Street Fighter 4 und Street Fighter 5. In Street Fighter 6. Vor allem, mal, das Arena ist geil. Das, die finde ich auch ganz gut. Würde ich da gerne. Ja. Wieder Staubeffekt. Jo, Cammy, Baby. Jo, sicher. Ja, sicher. Der Scheiß. Das ist doch kein Schüssel. Das ist ein Special. Egal. Wieso also. Egal? Du bist auch sicher bei den Kicks. Jawohl, kriegen wir. Ist aber auch ein geiler Spiel. Der fällt ja ganz schön weit weg, oder? Naja, das ist ein ziemlich große Feuerwelle, ne? Nee, Schockwelle. Aha. Aha.
Ah, das ist es hier. Das, das würde ich noch verstehen, aber so. Sind wir davor? Mission complete. Pick up the pace. Fight! And with that, the fight is officially underway. There's a devastating attack coming up. No doubt about it. Fantastic combo. Fighter's too smart for that. Ah, what? Nee, das geht so einfach von. Nee, das will ich. Warm up! Oh, oh das ist weg. Jawohl. Boom! Und jetzt noch! Ich habe an dich geglaubt. Aha. Ich halt, oder ich hab dich hoch gehandelt. Das ist eine Fähigkeit. Da bin ich. Ja. Boom! Das war's! DJ Baby! Okay, dann wird mal Zeit für die Heizung geschissen. Was? Wer hat denn geschossen? Das ist Cabby White, Mann. Hallo. Hast du schon die Auswahl-Bildschirm gesehen? Die Musik? Von was? Von Spielfeller 6. Auswahl-Bildschirm? Also, ja. Gab's, ist ja auch eine Demo drin, oder? Ja, ja. Aber von allen Charakteren, Mann. Achso, noch nicht, ne? Oder zum Teil, größtenteils, ja. Mir gefällt der Track. Der geht ja über, wenn die beiden in den Kampf gehen. Das ist wirklich gut gemacht mit der Musik. Und wie jeder persönliche Animation auch hat. Hat ein bisschen was von Garou, aber auch nur ein bisschen. Kann man sagen. Aber an sich ist das. Das werden wir gleich sehen, wenn Garou 2 dann. Aber das ist. Aber an sich ist das neu. Weil so viel Animation hat er nicht mal in Mortal Kombat. Sonic Boom! Was? Flash Kick hat er weggekickt? Was zur Hölle? Nee, kann ich nicht machen. So, erstmal zerschnitten. Ah, ich bin nach vorne nur gedasht. Scheiße. Schneide die Luft an. You call that a fight? Ja. Folge dein Glück nicht zu heraus, glaube ich. Nein. Du nennst das einen Kampf? Ich habe die japanische Tonsprache. Er ist ein Amerikaner. Aua. Pengyo! Hadouken! Oh, Abgast! Natürlich! Ah, Tengo,
Hadouken oder Shingard so von Sakura zieht nicht so wie ab. Doch, wenn du das Einzel machst, nicht doppelt, dann ja. Oh, Flash Kick! Oh, ich Idiot. Oh, ja, gut. Nächster. Zerschnitt all die ganze Scheiße. Hm, da kommt sie nicht ran. Voll den Dreck. Auf Dreck. Auf Dreck. Frisch, Mann. Oh. Midara Sakura! Ah! Oh, Flash Kick! Jetzt verdrück ich mich. Ja, ich hab mich verdrückt, toll. Ja, da bin ich direkt reingeleitet, aber nicht ganz. Das ist kein Brecher? Was? Was? Diame! Ah. Wie schnell ist Scheiße jetzt bei X? Ist geil. Geschwindigkeit. Hast du was anderes oder was? Ah! Der bleibt auch in Verteidigung. Dann greife ich ja dann, Alter. Ach, Mann. Ja, klar. Ach, dieses Autofokus, weiß ich. Ja. Ach, weil ich mich in der zweiten Runde da verdrückt habe, wie dumm. Zerschnibbel sie in Nischgeschwindigkeit, bitte. Ich werde Angst haben vor Geil wieder. Also, wir werden alle Nisch wieder Zeit haben gegen Geil. Geil. Unser Gast. Zangief eher nicht. Mal sehen. Okay, dann nehmen wir gleich Manon. Nehmen wir auch gleich Manon dazu. Weil wenn die dich packt, dann bist du auch weg. Oh. Juli, diese Scheiße. Wollte ich nicht machen. So. Dann müssen wir aber auch Manon nehmen, wenn sie dich packt. Die ist da, die zieht auch gleich alles weg. Das wird immer stärker, ne, wenn du die werfst. Fünfmal. Also fünfmal und dann zieht das 33% ab. Ja gut, aber... Normal. Ohne Ex. Ja, aber auf jeden Fall musst du die treffen erstmal. Bei Zangief 4 oder was? Du kannst verschiedene Varianten davon machen, das ist ja das. Das wird, glaube ich, stärker, habe ich so verstanden. Das ist Metal Power, ja, das bleibt im ganzen Kampf. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Reichweite wieder. Oh, zu wissen. Was? Warum ist er immer safe? Ja. Geil ist geil. Ne? Ah. Werft die alle weg hier. Ah, ich hab doch.
Hä? Das ist unfair. Das ist aber unfair. Was bleibt ihr dann? Nee, ich bin doch weg. Ja, der Franz ist richtig. Das habe ich nicht verstanden. Ja, flaschig. Oder so ein Gink. Ah, so langsam. Oh, du! Hat er nicht gemacht, was ich weiß. Oh, bin ich sicher? Oh, du hast mich nicht mal getroffen! Das habe ich jetzt halt überschätzt eigentlich. Ich dachte, ich treffe. Du triffst mich wenigstens bei einer Suche, aber nein. Kotzen! Genau! Genau, geil, kotzen! Der hätte Fußball spielen sollen, das haben. Ja, Fußball! Oh no! Oh no! Oh no! Der ist schon so kommen machen müssen. Oh no! Ah, ich verdrück mich jetzt, toll. Ja, das ist ja, das war kritischer. Das ist ja voll kritischer. Ja, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ja. Ich verkack's immer, wenn ich mich verdrücke. Mein Gott, gegen Geil zu spielen. Ah. Da muss Taekwondo ran. Oder nee, erstmal. Machen wir doch gleich Amerika gegen Amerika. Oh. So. Aber treffen, wir kämpfen aber im Wald. Wir gehen in den Wald, wie richtige Männer. Ja. Bitte gehen, sollen wir mal haben. Hä? Was hat das mit der hier? Bitte gehen, sollen 3. Nee. Ist auch ein Wald. Das ist ein Dschungel. Dschungel? Ist ja auch ein Dschungel. Naja, aber das ist Brasilien. Egal. Ich kann auch. Na gut, russische Wetter haben wir hier nicht in Zypern. Ne? Ah, Station. Och Mann, Alter. Das ist ein Brecher. Da wollte ich aber. Hey, der ist zu groß. See ya, baby. Am Arsch.
Da. Nächster. Oh, du hast mich trotzdem, okay. Natürlich. 6. Ach, du bist fast weg. Der haut dir einfach nur weg. Aua. So, Flashkick, aber das bringt mir nichts. Das haben wir mal gesehen, Zeit, du, wenn ich Flashkick. Und schon wieder. Aber ich hab's auch. Schon wieder der Scheiß. Guck dir das an. Ja, bitte gern. Warte. Hätte ich das mit die Extra zu Max vielleicht geschafft, weil der ist. Oh, ich bin doof. Der untere Fuß hat, glaube ich, jetzt wachsen, ne? Nee, das ist projektilsicher. Achso, dann vielleicht. Was ist nochmal? Bevor ich die Yuri Hand nehme. Wiederwald oder. Oder wie ich es mittlerweile gelernt habe, Yuri. Yuri Hand. Ist ja koreanisch. Yuri. Mission start. I'm ready for you. Bring it up. Jawohl, Dante. What? Das ist doch. Das ist krass. Ein Glück ist diese Stun-Scheiße weg. Dann gibt's den Deckel. Das ist nur kurz. Also Stun gibt's nicht mehr. Richtig. Stun gibt's nur gegen Wand. Hast auch, glaube ich, nur 5 Sekunden Zeit. Ja, wenn du das nicht hinbekommst, dann ist der Gegner wieder voll da, ne? Dann hat er wieder volle Leiste. Ja. Geht auch nur in der ausgebrannte Vision, ne? Das stimmt. Ja, ich bin wieder reingelandet. Der X-Probi, Mann. Wie geht das her? Das hier? Hamas! Aber da hat sich nicht so gut getroffen. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst schon wieder. Ah, die Fresse. Okay, er gewinnt schon wieder mit so wenig Energie, ne? Come on! Ich kämpfe ganz weit gegen den Geil. Ganz weit gegen den Geil. Ach, sehr schön. Oh! Wann ist nicht kaputt gegangen? Natürlich gewinnt er schon wieder. Ach man, leck mich. Ah, das ist krass. Oh, es ist unfassbar. Zu wissen, wann man aufgeben muss, ist kein Schande. Das heißt, besseren Charakter die Game. Zack, geil zumindest. Muss der Taekwondo wieder her? Was? Gibt's ja mal eine Abenddämmerung? Die ist wenigstens schnell. Also ich meine, mit Sakura hätte ich das auch hinbekommen, aber wenn ich mich da einmal verdrücke. Das Problem ist, Sakura hat so wenig Leben.
Das ist auch endlich vorbei. Ne? Gegen geil, das ist so. Da, das ist scheiße. Du bist nur am Pörpeln hier, ey, nur am Pörpeln. Boah, du bist so eine Schildkröte. Da. Da, siehst du, es geht auch. Verdammter Typ! Ding! Dein Kopf ist Matsch! Dein Gehirn ist Matsch! Genick ist Matsch! Das kann ich auch schneller machen, aber... Hey, das ist der da bist du nicht. What? Das verstehe ich nicht. Du bist, ey, das, ich kapiere das nicht. What? Hä? Ach man. Wieso? Wieso kannst du mich greifen, ich dich nicht? Ach, das ist so viel besser in Speed Ah ja. Will ich doch nicht sagen. Was? Protect, klar. Egal! Es ist egal! Egal! Sie hat's nicht gedacht, sorry! Wenn du nicht ausweichen kannst, dann wirf den Gavin, es hat keinen Zweck. Oh Mann! Eine Fresse. Gegen den Typ. Na, Maschinenraum, wenn's sein muss. Europe, historic distillery. Destination confirmed. Who will emerge a champion? Fight! Sonic, I love you, let's go on! Flash kick! This bout gives your opponent's power to your advantage. Gives your opponent's power to your advantage. Du Knucke, Baby. Hä? Das geht ja nicht. Nee, du nicht gut. Oh, Mann, ey. Hätte ich nichts probieren können. Oh, ich verdrück mich. Ah. Ja. Ich verdrück mich, ey. Come on, ey.
Ah, das ist so eine Kacke wieder. Ich lache, oder? Jawohl, ich lache. Natürlich habe ich verloren. Natürlich habe ich verloren, weil der Penner einfach keine Hurtbox. Ah, das regt mich ein bisschen auf, aber. Oh Mann, ey! Ja, ich nehme es jetzt nicht, aber das ist halt geil. Aber. Oh. What? Oh, schade! Das wäre Agents! Natürlich, natürlich blockt er. Und er kann greifen! Ach! Ich wollte die Jacke hier in Luft greifen, aber egal. Ich bin noch lustiger. Macht mich fertig, der jeden Fall. Ah. So, 2-2-1 für dich, Herr Waterfilm. Okay. What? Oh, das trifft immer, ne? Das ist so eine Kacke. Oh ja, komm. Ja, ach komm. Ich kann an seinen Flashkicks nicht vorbei. Das ist so blöd. Was? Mein Gott, ey. Was? Ach komm! Ah, ich bin weg. Schau, Rückzieher! Ich wusste es doch! Zweimal Rückschuss! Das hab ich wirklich noch nie gesehen, Leute! Das hab ich wirklich noch nie gesehen! Ja, wieso? Die Hurtbox geht ja einfach um. Geil. Ja, gut, aber. Das ist tatsächlich auf der anderen Seite, das zweimal trifft, das hab ich wirklich noch nie gesehen. Oh Mann, ich weiß nicht. Versuch nochmal Judy, aber. Aber ich geh nur bei einem leichten, weil. Bei Medium ist es schon viel zu weit. Da kannst du das erste Versuch nicht treffen. Aber mit Sakura, das ist so eine Sache, da muss ich hart dran bleiben. Komm an seinen Flashkick vorbei. Mission start. Are you ready? Fight! Sonic Boom! The skills have tipped! Sonic Boom! The fight is underway! Oh, Bursche. Oh. Oh. Das war eine astreine Runde. Von besser, aber das ist jetzt noch eine Bitte. Hä? Dein Flashkick wird nicht höher? Okay.
Auf der anderen Seite etwas. Na gut, 2 zu 0. Geh doch, meine Fresse. Weg mit der Scheiße! Yes! Take one door! Bam, 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 bam. Ich glaube, dass wir schon fertig sind, der Spaß fängt gerade erst an. The curtain is raised on the world's most extreme fighting tournament. Who will walk away victorious? Ah ja, muss man den winnen. Aber ich finde auch geil, dass du die Specials, dass die alle andere Inputs haben, ne? Da hat zum Beispiel Capcom das viel richtiger gemacht. Ja, sehr so wie früher wieder. Hab ja immer bei Sival 4 und 5 immer gestört, wissen? Ja, aber zum Beispiel SNK, die kriegen das gar nicht hin. Ja, nur in King Wars 15 ist das so. Ja. Aber ich frag mich warum. Den Mann auf Könige habe ich ja mal gewinnt. Nee. Doch. Wenn das gültige wäre, dann wäre das Spiel individueller, weil nicht alle haben Halbpreis nach vorne. Meinst du halt, ne? Du meinst wenn, dann Samurai Shodown. Achso, ja. Macht ja eigentlich noch weniger Sinn. Ehrlich gesagt dann. Ah. Oh, wer wäre mir Witz? Ah, nicht mehr lange. Was? Ah, oh, ja klar. Oh, that's him. Yeah. Die Explosion gehört mir. Ja, die Arena mochte ich immer, wenn du in der ersten Runde mal Kreuzfeld machst. Was? Ach ja, du kannst es halt. Oh, ich hätte Schinken. Nein, ne? Ich hätte Schinken Hadouk machen können. Und ich kann es komplett aufbrechen, auch sogar. Was? Schinken? Ne. Nee, den Special kann ich komplett aufbrechen lassen. Ja, ja. Ich halte. Ja. Boah! Ich hab vergessen, wie weit der greifen kann. What? What? Ja, ich bin auf gespr- ja, okay. Und, schaff es.
Natürlich, natürlich verliere ich gegen den Assi seine Rolle. Naja, haben wir mal probiert. Oh, komm ich nicht ganz durch. Explosion! Ich doch halt ein bisschen. Obwohl, ich hab keine Leben mehr. Oh, Mann, ey. Ich kämpf falsch. Okay. Ich kämpf falsch. Ah, oh, Mann, ey. Ja, klar. What? Oh. Glück gehabt. Was war das? Du hast Sidekick gemacht. Ja, aber warum konntest du mich command oder was? Ja, weil du am Boden bist. Nee. Und sie und meine Freunde haben mich vor der Einsamkeit bewahrt. Ja, Softie, hä? Ja, ich würde auch mich ein bisschen komisch fühlen, wenn einer von mir die Daten. Ja, das stimmt. Ah. Ah, das war's mein. Naja, irgendwie hat Capcom ihn nicht mehr gebrochen. Kämpfen. Wir müssen mehr kämpfen. Gut, Alter, gut. Kämpfen! Sag her! Was? Erfolg kann er haben, der Typ! Was? Geht noch was? Natürlich! Oh. Sakura! War früher aufgehört. Naja, das war's mit denen, die kann ich nicht mehr so gut. Was? Oder? Triple A! Finde ich nichts.
mehr gesehen, dass ich nicht mehr so gut die Kurs kann. Oh, mal den, ne? Ich bin nicht so oft hier. Die habe ich früher gern gespielt. Mal gucken, ob die wiederkommt. Das würde mich sehr freuen. Sea Viper. Gab's einen Viper, ja? Yes, that's right. So, aber nicht so beliebt, der Satz. Oder? Nee, nicht so umsonst. Deswegen war sie nicht. Deswegen war sie nicht umsonst. Dingens hier. Deswegen war sie ja nicht umsonst hier. Nee, der war West. Der stärkste Charakter im Spiel. Ja? Ist er ein Top-Team? Naja, das weiß ich nicht, aber die machen am meisten Schaden. Hey, ich kann nicht mehr lernen. Da. Oh, das ist Sand hier. Auch? Was ist hier? Ja, da habe ich keine Chance. Das ist ein bisschen scheiße. Ich versuche zu erfahren. Du bist noch nicht stark genug, um den den Königs gegenüber so zu reden. Ist ja doch immerhin zu verfügbar auch noch, immer, ne? Bessere Persönlichkeit. Er sucht einen Platz in der Welt. Ja. Der ist nicht mehr so der Böse, den man in Civilization 2 kennt, sondern naja, der Gute. Wozu auch? Ja, eben, ne? Was hat der? Das war ja er halt früher, ne? Ja, genau. Ja. Er ist ja freiwillig aus Shadaloo gegangen. Ja, ab diesem Teil, ne? Ab 5, ja, ja. Was ist das? Das ist ein Uppercut. Das ist ein kalter Uppercut. Also, die hat gute Punches. Aber. Aber ich kann das so nicht mit diesem Beben. Das müsste ich lernen. Weil das ist was. Das ist krass. Das ist krass. Schon. Ah, die ist sicher. Das ist das. Das ist sicher. Boah. Wie die ganzen Anfänger noch losgelassen haben da. Ja, ja.
jetzt bei Bart. Punching Ball. Ich kann nicht so gut mit der Reihe. Das ist mein Problem. Ja, es ist. Ja, ich habe da keine Chance mit der, weil ich bin erstens zu unerfahren, zweitens. Weil ich könnte dich weghalten, ne? Ich bin ganz beben. Die ganze Zeit. Beben, beben, beben. Wenn du aufstehst, damit rechnen, dass du irgendwie was kommst, dann kommt was. Aber so gut kann ich. Die habe ich hier im Ur-Street Fighter 4 sehr. Das, oder? Fand ich sehr, das war einer der Neulinge, die ich sehr gemacht habe. Ja? Die ist cool. Okay. Was ist Yuri dann? Yuri kam doch erst ab Super Street Fighter. Ja, ja, aber das ist auch von Street Fighter 4. Hey, Yuri habe ich sofort gespielt, hallo? Ich als Kim Cup One Fan habe mich sehr gefreut. Taekwondo. Endlich mal Street Fighter. Nur die. Ganz verkehrte Art. Ne? Die ganz crazy Variante, aber hey. Ja, der flippt aus, Alter, wenn der jemand sieht, dass sie so mit Taekwondo missbraucht. Ja, wenn man den guten Taekwondo machen will, dann soll man den spielen. Halt. Was? Tiger nicht so gut hier? Das bricht nicht! Ach, come on! Hey, das ist immer noch derselbe. Geht das? Mal schauen. Ja. Nee, doch nicht. Wahrscheinlich zu langsam, oder? Oh, oh. Fußball. Scheiße. Das ist so schnell. Oh mein Gott. Kann ich auch. Dass ich dich da nicht treffe, okay? Come on, Elena! Oh, ich würde mich aufmachen, wenn die wiederkommt. Na, nicht nur du. Ja, das ist ja viele Fans. Ja? Er ist doch beliebt. Elena. Ja? Aber ich bin dann scheiße. Das ist so schnell! Leck mich doch! Natürlich, ja. Ach komm. Auch erstatt. What? Ja, minus. Wo? Ich bin gerade aufgestanden. Ja, eben. Da muss schon wer so muss schon Alter. Ja, Alter. Die,
Die Rippen zu brechen. Pull ihn die Rippen durch. Da gab's die Kollision, Alter. Da gab's die Kollision. Okay, ich versuch nochmal meinen Third Strike-Charakter. Ah, das ist geil. Okay, wenn wir schon die haben, dann hier, damit's. Africa, solar eclipse. Fists will fly at this location. Aber ich sag, wie gesagt, ich finde das immer noch ein sehr gutes Spiel. Jo. Man muss, das Ding ist, es ist auch sehr schwierig. Also man muss sich hier reinspielen. Aber wenn man drin ist in diesem Groove vom Spiel, ist es wirklich sehr gut. Weil es ist nicht zu übertrieben. Also jeder hat eine Chance. Das ist das Problem. Oh, es geht's? Wow, das haben wir doch glaube ich noch nicht so gesehen, so richtig. Weil jeder hat eine Chance, jeder Charakter. Aber man muss nur mit dem spielen können. Das ist so. Ah, keine Chance. Keine Chance mit Elena. Keine Chance mit Elena. What? Und wieder? Jawohl! Versteh ich nicht. Aber ja. Klatsch einfach vor den Rippen durch, oder? Können wir vergessen. Nee, hey, gegen Saga zu spielen, da brauche ich. Brauche ich auch wieder ein bisschen mehr Power. Guck mal, ich steppe den Typen nicht. Der ist so groß. Ja, ich kann ihn nicht mal greifen. Bei auf der anderen Seite hat er gegriffen, ne? Ja. Ne, selbst ein Tiger nie ist so krass hier. Bester Tiger nie ever. Keine Ahnung. Ne. Da baue ich den Elena an. Da baue ich schon was Wendigeres. Ah, JP wird schon bezeichnet als der Ermac von Spielfeller. Ja, ich hab gewartet. So, nehmen wir da mal den. Ja, war nicht. Achso, kein Shagat? Okay. Achso, ja. Ah ja, dann werde ich das wegschneiden. Kein Problem. Kriegt das schon hin. So, machen wir so langsam die letzten Kämpfe. Dudley. Auch sehr beliebt. Mit 3, 3! Ach ja. Marsch. Ja, ihr Exzellent, kannst du es brechen. Ja, du bist ja drunter, ne? Hey, 3, 3. Das bringt nichts. Ibuki ist hier noch. Gefällt mir richtig.
Ain't over till it's over. I smell a comeback. Will his gambit work? Keep it tossing. Ah, ich war offen. Scheiße. Roller Thunder! How much longer can this go on? Scheiße. Das ist auch wieder so eine Situation. Den bist du gut drin und ich nicht. Guck ihn mal. Oh, der war gewonnen worden. Das war nix. Oh, doch. Geht aber sehr lang. This is too easy. K.O. Ich finde die Beinarbeit hier von die Puppi viel besser. Keep it classy. The scales have tipped. Machine gun blood. Gone. The fight is underway. Which of these two challengers will walk away? Our threats are on. Anything can happen now. Nee, da habe ich keine Chance. Das ist ein bisschen viel zu gut. Sie haben keine Würde, was? Das kannst du so Buri doch nicht sagen. Achso, wolltest du Sagat nehmen? Eigentlich wollte ich noch was Sagat. Ach man. Ja, ich wollte ihn zumindest einmal besiegen. Okay. Wann ist mal? Na gut. Wann ist mal dann? Okay, Kasugano. Third Strike. Let's begin. Ja, gibt's nur ganz Sakura. Ja, die wussten ja nicht, wie sie in der Zukunft aussehen sollen, ne? Hören Sie so kurz. Auch oh, keine, ja. Nee, mehr. Come on! Ach, das war schwach. Das war wieder schwach. Die kleine Lücke, die geht da unten drunter noch, Alter. Das war ein Nachteil für mich, ganz klar. Jetzt weiß ich nicht, was los ist. Ain't over till it's over. Yeah.
All bets are off. Anything can happen now. Machine gun blow. Was? Man kann ihn da nicht boxen. Er hat die Beine weg. Er steckt da noch weiter. Ah, sehr schön. I've never seen a combo that shit. Go on then. Turn it all around. Too slow. One, two. It's a problem with the Oh, jetzt habe ich komplett vergessen. Was? Bitte? Wegboxen sie alle. Ach komm, das ist nicht euer Ernst. Hä, wie soll man das ausweichen? Gar nichts. Ach, das ist kacke. Ach, shit. Ach. Oder kontern. So, dann wird's. Time. Kontern. Zack, oder? Ja, geht's. Ich kann nicht mehr das. Ich hab doch keine Energie mehr gehabt. South Asia, beautiful bed. Destination confirmed. Ach, Scheiße. The battle has begun. Fight! The first hit has been recorded. A counter! All bets are off. Anything can happen now. I'm almost ready to call this one. Was? Bin schon wieder weg. Ach Scheiße. Mann. Oh, pick up the pace. Fight. How long will this go on? Ich verstehe es nicht. Ja klar! Ja klar, Leute! Und weg bin ich. Und weg bin ich. Weißt du, er hat so viel Leben. Ah, das ist so dumm. Ah. Ah. Meine Fresse. Das ist schwierig. Ich hab mich für das Konventionelle entschieden. Come on. Turn it all around.
Und geht's? Ah, zu langsam. Jawohl! Ich hab verloren. Ach, weißt du was? Kannst mich fragen. Ach, das kann doch echt nicht sein. Kann doch echt nicht sein. Ja, die ausgestreckte Hand, Mensch. Handspielen, wenn man sauber ist, da ist sie verdammt. Dürfte eigentlich nicht passieren bei dir. Doch, eine höhere Hitbox normal. Okay, letzter Kampf. Letzter Kampf, okay. Ja, fangen wir auf wieder. Jetzt schon. Your destiny will be determined here. Are you ready? Fight! And with that, the fight is officially underway. I don't need. What? Was? Shoryuken weg im Ballertor Game? Was Shoryuken? Ich nehme die in der Hand, mit deiner Hand, und tu ein bisschen Boxen spielen. Sandboxen spielen. Ich find's auch langsam übertrieben. Verstehst langsam? Sie ist nicht verkehrt. Aber. Ah, ja, das ist ja Runde 1. Ja. Oh, scheiße, nicht weggeklebt. Das ist normal, ne? Ich fass es nicht. Ich verliere durch einen fucking Super. Oh, oh doch, zurück, okay. Ja, ich bin weg. Geil, geil. Als ob ich nichts fand. Ja, das ist lächerlich. Das ist so lächerlich. Tora! Meine Fresse. Was? Was soll ich da machen? Oh, Scheiße, ach, leck. Gott, bin ich schlecht, ey. Ja. Das wird nix. Wenn ich so in Street Fighter 6 kämpfe, wird das nicht. Oh, weißt du was? Oh, schon wieder verloren. Natürlich. Natürlich verliert. Das ist doch so durch, ne? Oder noch ein letzter Versuch? Aber ich kann es noch machen. Okay, ein letzter Versuch gegen Sarkans. Das bin ich genau auf 10 Siege. So, wählen meine Förder? Ja, ne? Musst du wissen. Ja. Destination confirmed. Da merkt man, wie raus man ist. The battle has begun. Fight!
Oh, was bin ich für ein dumm? Dumm bin ich. Oh. Ja. Wow, wow. Wow, ey. Komm nicht aus der Ecke. Oh. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Das ist was. Ich tipp den Arsch nicht. Oh Mann. Ja klar. Ja, mach mal was. Kann so gehen? Hä, du hast doch was gemacht. Ja, aber... Kann das... Ja, ja. Er hat schon wieder gewonnen, oder? Natürlich hat er gewonnen. Ach, weißt du was? Lächelt. Einfach gleichzeitig. Ah, ich bin so schlecht. Naja, was soll man machen? Gegen Sagat habe ich keine Chance. Mit dem Sieg nicht so viel Bedeutung bei Kalis Schwert an sich. Ist ein Wert an sich. Nein. Ja, okay. Das heißt, du kannst immer gewinnen. Hammer! <Come on. lacht> Ja, mit Sagat warst du heute am stärksten, aber das ist ja nichts Neues. Oder du hast vergessen, wie man gegen den kämpft. Auf jeden Fall, ja, meine lieben Damen und Herren, das wär's mit der Fight Night mit Ultra Street Fighter 4. Ja, ich würde sagen, ja, wenn euch dies gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ja, und wenn euch nicht nur mein Street Fighter oder gar Fight gefällt, dann lasst ein Abo da und dann Glocke, damit ihr Abend nicht verpasst. Genauso wie bei meinem Partner, denn ja, ich bin Kay und tschüss. Vielen Dank, was, ne? Ja, und ja. Wir hören und sehen uns, ja, spätestens, wenn es heißt, Street Fighter 6. Hi now! Ja, hi now!